Also eins noch, wenn irgendwer da ist, mit irgendwem, mit denen er nicht gern im Fernsehen gesehen werden will, setzt die weg, Alter. Und zwar jetzt. Ja? So. Langsam findet der Tod sein End und die Nacht beginnt. In der Kärntnerstraße, da singt einer. Oder kleines Rickerl an. Doch es ist zum Nagel schwer. Wer kann singt mit, komm an! Ich will für mich noch so lang. Aber ich möchte auch die Damen fragen, wann bist du zum letzten Mal ins Badezimmer gestöckelt, als dein Mann ein Vollbad nahm und hast ihm entgegengehaucht? Lass mich dein Badewasser schlürfen! Jetzt ist schlecht aus, gell? Aber mit Musik schon. Lass mich dein Badewasser schlürfen, einmal dich abprobieren dürfen. Ja, jo. Also, es kommt einem nicht leicht über die Lippen, weder das Badewasser vom alten roten Zechennagel, den schwimmen. Nein, wir wollen schöne Bilder. Ein gibt es zwei, du bist der Zwölf. Warum? So, jetzt ist es so, was die wenigsten wissen, diese Austropop-Songs haben auch eine psychotherapeutische Wirkung. Also wenn man zum Beispiel bei diesem Satz einer allein kann doch nicht so deppert sein, an jene Person denkt, die an die letzten 14 Tage am meisten auf die Nerven gegangen ist. Ich hab gesagt, denk, du brauchst dann nicht ausschauen. Das geht übers Universum. Nur denk, ja? Dann ist das ganz reinigend für die Seele. Und das machen wir jetzt beim zweiten Refrain. Pass auf. Hupfingatsch und Schlagerhit. Oh. Lettel. Hupfingatsch und gib. So schaut's aus. Und gib ihm dir. Jetzt der Bier. So ein Ohrmutschkerl wie dir schenk ich ein Schöne. Lass das aus! Nein, gib dir zwei, du bist der Zwölf. Jetzt kommt's! Fünf! Hupf in Gatsch und Grottier. Gesundheitsfördernd, weil Musik eine Zeitreise ist. Also, ihr seht das ja an der Jazz-Gitti. Die Jazz-Gitti singt seit dem Jahr 1991 ihre Hits A Wunder, Hoppala und Kränkte nicht und ist seither optisch nicht gealtert. Ja? Also Gitti schaut jetzt aus wie 1991, Gittl, steh mal auf, alle werden applaudieren. Jazz-Gitti 1991, fantastisch! Die Jazz-Gitti-Lieder funktionieren fast überall. Nur nicht, das muss man wirklich sagen, Gittl, wir haben es alle getestet, nicht im Schlafzimmer. Ja? Es ist auch klar, das kann sich für die Männer nicht ausgehen. Ja? Also wenn die Gittl singen erst, hoppala, 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 was haben wir da? Ne? Das geht sich nicht aus. Also ein Tipp an die Frauen, hinzagen hilft nicht. Es ist kein, ja. Obwohl, mit einem Gittl-Hit kann man natürlich im Schlafzimmer kurze Euphorie erzeugen. Ein Wunder, es ist ein Wunder geschehen. Ja, ganz ohne Frucht, erhebt sie nicht alle Tag. Ja. Aber am Ende ist ja dann doch die Frustration, kränkt die nicht. Und sind wir oben. Musik ist ein Jungbrunnen, oder? Wenn wir die alten Hodern singen, wenn wir das gemeinsam erleben, dann werden wir wieder jung. Und deswegen bin ich sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese meine nennt sich Maya. Kleine freche
schlauer wie ne Maya. Maya, alle lieben Maya. Ach, jetzt kommt das Echo, pass auf. Maya. 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 Erzähle uns von dir. Ich bin der Strobl und ihr seid das Echo. Ich sing vor, das Echo singt nach. Hola Dio. Achtung! Hola Dio. Das Echo ist schon wach, heute bist du gescheit. Pass auf! Hola Dio. Hola Dio. Jetzt gehen wir so auf. 5, 6, 7, 8. Choice of man, but I could never love.